Hallo liebe Zuschauer, wie ich in dem vorigen Film angekündigt habe, wollten wir ja nach Surat Thani und wir sind jetzt hier auf der SeaTrain Fähre. Und Anna, you are very surprised what happened with the bike? Yes, of course. I'm waiting of good news. Bike will be good condition, very nice, no problem with paper and I will become it, I hope. Ja, so inshallah. Wie bestimmt viele verstanden haben, sie freut sich darauf und dass die Papiere in Ordnung sind. Wir machen also jetzt hier etwas, was nicht hundertprozentig ist, denn die Anna hat bis jetzt nur ein Touristenvisum von 45 Tagen. Wie ich schon mal in einem Film angekündigt habe, muss ja eine Wohnsitzbestätigung da sein. Die hat sie zwar vom Vermieter bekommen, dass sie also ein halbes Jahr bei mir wohnen würde, was ja nicht ganz zutrifft. Aber sie muss noch ein Schreiben haben von der Immigration, dass sie wirklich da wohnt bei uns. Und mal sehen, ob das so klappt mit dem 45-Tage-Visum und der Wohnsitzbestätigung von unserem Vermieter, dass es Fahrzeug da schon anmelden kann. Wenn das nicht ist, dann muss er eben halt was warten, weil sie auch ein Arbeitsvisum beantragt hat und dann spielt das keine Rolle mehr. Dann ist das relativ einfach. Der andere Weg wäre auch, den Roller auf meinen Namen anzumelden. Also kein großes Ding für uns. So, wir haben jetzt noch 10 Minuten, dann legen wir an und dann müssen wir nach Surat Thani fahren. Und die ganze Strecke muss die Anna auf dem Roller zurückfahren. I say the whole way you have to drive with your new bicycle. Yes, we hope will be good weather today. It's now yeah. It's sunny. It's very important for bikers. Yes. Okay. Bis nachher. Bin mal gespannt, wie das denn aussieht, das Bike in Reality. Haben wir fast in der ganzen Aufregung mit dem Roller vergessen, ein Video zu machen. Das ist also der neue Roller von Anna. Der ist von 2018, hat 32.000 Kilometer gelaufen und sie hat jetzt 70.000 bezahlt. Super aufbereitet, sage ich mal. Sieht sehr neu aus. Auch die Bereifung ist okay. Die PCX hat 150 Kubik. Yeah, Anna, you are happy now with your new bike? Yes, I'm so happy. Yes. You are so happy? Okay. Ja, jetzt ist es nur so, sie muss jetzt ungefähr 120 Kilometer fahren, damit dass sie auf Samui kommt, einschließlich mit der Fähre. Ich darf mit dem Wagen hinterherfahren, das ist also viel einfacher. Das war jetzt also ziemlich unproblematisch. Wir haben die Papiere, wir haben den Kaufvertrag, alles ist unterschrieben. Und auch natürlich das grüne Buch, das ist ja wie der Kraftfahrzeugschein oder Kraftfahrzeugbrief in Deutschland. So, wir müssen jetzt noch zur Petrostation, zur Tankstelle fahren, damit der vollgetankt ist und dann kann sie hinterherfahren. Das scheint also ein Privatunternehmer zu sein, da hat also da hinten noch mehrere schöne Roller, auch ein bisschen getunte Roller. So, jetzt muss die Anna noch tanken, damit sie auch wirklich bis nach Samui kommt. Der Spritpreis ist im Moment, that's the wrong one. Yeah. Da war sie jetzt gerade am falschen, Schalter. Hier in Thailand ist es noch so, dass man beim Tanken geholfen wird. Das gehört absolut zum Service dazu. Ist wirklich ein schönes Bike. Das Silber gefällt mir auch ganz gut.
man sieht, ist auch noch kein Unfallschaden. Oh, was ist denn das da? Das ist eine richtige Maschine. No. Der Roller sieht tipptopp aus. Kann man gar nicht glauben, dass er jetzt schon 4 Jahre alt ist. Ist also gut gepflegt worden. Und jetzt machen wir uns auf die Tour. Sie hat jetzt natürlich Angst, dass ich zu schnell fahre und es zu verliere. Aber wir haben es jetzt so gemacht, dass wir die Geopunkte von uns persönlich freigegeben haben. Ich weiß also ganz genau, wo sie momentan steckt und sie auch, wo ich bin, damit wir uns auf jeden Fall dann auch finden. So, wir müssen jetzt noch eine Stunde warten, bis die Fähre ablegt. Und ich bin auch so stolz auf den. Komm mal her. Ich bin so stolz auf den. My head is kaputt. And I'm looking at windy. I think my helmet will fly and I will. Ja. Möchtest du einen leckeren Hamburger essen von einem deutschen Ehepaar, von Daniel und Andrea hier in Bangkok? Seid ihr denn richtig? Hier oben mache ich den Verlink, dann könnt ihr genau sehen, wo das ist. Ja, wir sind heute Morgen um 8 Uhr losgefahren und kommen jetzt so um 4:30 kommen wir wieder zurück. Ich habe gerade auch in den Kommentaren gelesen, ja, wieso geht er denn nach Suratani, um da jetzt einen Roller zu kaufen, weil eben halt das Angebot größer ist, die Auswahl ist größer, die Preise sind etwas besser, muss ich sagen. Auf Samui einen Roller zu kaufen, da ist man ja ein bisschen eingeengt. Angebot und Nachfrage ist eben halt und das ist alles ein bisschen teurer. Aber hier ging es eigentlich um die Auswahl. Das hatte ich ja auch mit meinem Auto gehabt, kann ich ja mal hier oben verlinken. Wir haben den ja in Bangkok gekauft, weil da das Angebot riesig ist. So. Anderthalb Stunden sitzen wir jetzt hier auf der Fähre, heute Morgen und jetzt. Und Anna ist müde und schläft. Die hat ja über eine Stunde auf dem Roller gesessen, die über 100 Kilometer. Das macht man ja auch nicht jeden Tag. Und jetzt sind wir froh, wenn wir gleich zu Hause ankommen. Und nicht vergessen, das Abo anzuklicken. Ich möchte ja mein Weihnachtsgeschenk haben, Ende des Jahres 30.000 Abonnenten zu bekommen. Und da bist du ganz wichtig, wenn du noch kein Abo hast. Und das kostet auch nichts. Tschüss.